Wolfgang Seliger, der vor fast auf den Tag genau 40 Jahren zu einer vermeintlichen Routinekontrolle am Bodensee gerufen wurde und wenig später niedergestreckt von 7 Schüssen am Boden lag, und zwar durch den RAF-Terroristen Günther Sonnenberg. Dieser Mann, der sein ganzes Leben lang so gut wie nie davon erzählt hat, wie es ihm damals eigentlich ging, wird heute unser Gast sein. Außerdem einer, der fast alles weiß rund um diese schwierige Zeit, den sogenannten Deutschen Herbst, nämlich Stefan Aust. Wir freuen uns über den Besuch des Mannes, der damals Innenminister war, nämlich Gerhard Baum, und zwei sehr junge Leute bei uns. Einer, von dem man sagen muss, wahrscheinlich der lässigste Weltenbummler aller Zeiten, Felix Stark, und Levina Luyen, eine junge Frau, die uns demnächst beim ESC vertreten wird. Sie alle sind jetzt unsere Gäste. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung. Schönen guten Abend in die Runde. Ich freue mich sehr, dass Sie alle da sind. Vielen Dank in Ihrem Studio und einen schönen Abend Ihnen zu Hause. Ja, über die Verrohung der Gesellschaft hat Thomas de Maizière, der Innenminister, neulich gesprochen. Und wir werden genau darüber gleich sprechen, unter anderem mit diesem Mann hier. Wir werden aber auch mit dem Mann an seiner Seite reden, über eine Art von Verrohung und Brutalität, deren Opfer er fast auf den Tag genau vor 40 Jahren wurde. Er war ein ganz junger Polizist damals, gerade mal Anfang 20, und wurde zu einer Routinekontrolle gerufen. Ein verdächtiges Pärchen im Kaffeehaus Hansa in Singen am Bodensee, so hieß es. Wenig später kämpfte er unter einem Auto liegend um sein Leben, niedergestreckt von 7 Schüssen. Jahrelang hat er nicht darüber gesprochen und sagt heute, das Magazin leer zu schießen, wie es der RAF-Terrorist Sonnenberg damals gemacht hat, wenn jemand schon blutend am Boden liegt, das ist Amok. Herzlich willkommen, Wolfgang Seliger. Ich freue mich sehr, dass Sie heute unser Gast sind. Ja, und ich habe eben schon gesagt und angedeutet, es ist gut, ihn heute hier bei uns zu haben. Er hat das bis heute gültige Standardwerk zur RAF und dem Deutschen Herbst geschrieben. Bis heute sehr, sehr lesenswert. Immer wieder aktualisiert übrigens den Baader-Meinhof-Komplex. Er hat nicht nur mit Ulrike Meinhof zusammengearbeitet, bevor sie in den terroristischen Untergrund ging. Er hat auch hier in der Sendung einmal davon berichtet, wie Andreas Baader versuchte, ihn umzubringen. Er sei einer der eigensinnigsten Medienmacher der Bundesrepublik, hat der Tagesspiegel kürzlich über ihn geschrieben. Einer, der im Zweifel Pferde lieber mag als Menschen. Herzlich willkommen dem Herausgeber von Welt und N24, Stefan Aust. Freue mich sehr, dass Sie da sind. Ja, von ihm stammt der Satz, die RAF, hat er mal gesagt, die RAF ist mein Lebensthema. Er war erst Staatssekretär im Innenministerium und ab 78 dann selbst Innenminister. Keine Verbrechergruppe, sagte er, hatte jemals so viel Einfluss auf unsere Gesetzgebung, Justiz und Polizei. All das, was damals passiert ist, ist bis heute in Wahrheit eine offene Wunde. Was er zwar ahnte, aber irgendwie nicht so richtig ernst genommen hat, war die Bedrohung für ihn selbst. Er war der Mann mit dem damals gefährlichsten Amt der Republik. Herzlich willkommen, Gerhard Baum. Ich freue mich sehr, dass Sie unser Gast sind. Ja, und wir freuen uns auf zwei, die die RAF glücklicherweise nur aus Geschichtsbüchern kennen. Jahrgang 90 und 91. Sie können zu Hause ja mal raten, wer von beiden der Ältere ist. Sie ist zufälligerweise genau in der Stadt geboren, in der Gerhard Baum damals als Innenminister so viele schlaflose Nächte hatte, nämlich in Bonn. Ist aber auf dem besten Wege, eine internationale Karriere als Musikerin zu machen. Studiert, arbeitet in London, hat eine unglaublich tiefe Stimme. Doch während Humphrey Bogart mal sagte, seine tiefe Stimme habe ihn eine Menge Nächte und noch mehr Drinks gekostet, sagt sie. Meine kommt in jedem Fall nicht von Whisky und Zigaretten. Am 13. Mai wird sie Deutschland beim ESC in Kiew vertreten und mindestens 24.000 Punkte nur aus Österreich holen. Herzlich willkommen, Levina Luyen. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Wieder. Vielen Dank, zusammen Musik machen. Ja, und einer... Und dann einer bei uns, der genau das gemacht hat, wovon wir eigentlich in Wahrheit alle heimlich träumen, hat sich auf und davon gemacht. Einfach so, weil er wissen wollte, ob das geht. Ein wirklich freies, selbstbestimmtes Leben führen, und zwar ohne Geld. Beim ersten Mal fuhr er mit dem Fahrrad los und machte sich bei völliger Abwesenheit von Kleingeld, aber auch Oberschenkeln, sprich untrainiert, auf den Weg 18.000 Kilometer
22 Länder, 4 Kontinente. Der Film dazu hat ihn, und das ist jetzt nicht übertrieben, weltberühmt gemacht. Jetzt war er wieder unterwegs in einem 18 Tonnen schweren alten amerikanischen Schulbus, den er zusammen mit seiner Freundin selbst umgebaut hat. Wir wollten, sagt er, das Glück suchen und erforschen, ob es eine Formel für Glück gibt. Herzlich willkommen, Felix Stark. Freue mich sehr. Schön, dass du da bist, Felix. Also, das verspricht eine schöne Sendung zu werden und auch ein bisschen Geschichtsunterricht sozusagen für die Jüngeren hier in der Runde. Aber bevor wir gleich in die RAF-Thematik einsteigen, würde ich Stefan Aus gerne fragen, weil viel Polemik auch darum entstanden ist, die Kriminalitätsstatistik, die Thomas de Maizière gerade vorgestellt hat. Wie analysieren, wie interpretieren Sie denn diese Zahlen? Ich glaube, es ist relativ einfach. Junge Männer sind die gefährlichste Spezies der Welt. Immer. Immer schon gewesen. Und zwar überall. Die haben die höchste Kriminalitätsrate, sind auch in anderer Hinsicht die aktivsten. Aber wenn sie dann eine Situation haben, in der sie eine sehr große Zahl von Leuten unkontrolliert ins Land lassen, wir reden ja einfach immer Flüchtlinge, aber es sind ja nur zum Teil wirklich Flüchtlinge oder Kriegsflüchtlinge, sondern es sind einfach, sagen wir mal, Migranten. Zuwanderer, und zu einem ganz großen Prozentsatz sind es junge Männer, die aus allen möglichen Teilen der Welt zu uns kommen. Würde ich wahrscheinlich auch machen, wenn ich in deren Alter wäre und vielleicht in diesen Ländern leben würde. Aber es ist eine riesengroße globale Migrationsbewegung, die wir haben. Und wir haben ja allein in dem Jahr, also zwischen 15, 16, so in dieser Zeit, als die Grenzen nur wirklich sehr offen waren und bevor die Balkanroute geschlossen waren, haben wir ja fast 1 Million Leute reingekriegt. Und das waren zum Teil, sagen wir mal, so 70% junge Männer im, würde man sagen, wehrpflichtigen Alter. Jetzt müssen Sie sich mal vorstellen, wenn das 70% sind, das ist eine Größenordnung, wie die Bundeswehr und die nationale Volksarmee zu Höhepunkt des Kalten Krieges unter Waffen hatten. So, und jetzt stellen Sie sich mal vor, wenn Sie so eine Zahl von Deutschen hätten, so querbeet, von Studenten, Hooligans, Rechtsradikale, Linksradikale, so in diesem Alter, die würde man ein paar Tausend am Tag in ein anderes Land rüberlassen und die wüssten nicht, was sie tun sollen. Sie brauchen irgendwie Geld, sie wissen nicht genau wie, sie können nicht integriert werden, es funktioniert irgendwie nicht so richtig. Da würden sie auch eine sehr große Anzahl von Kriminalität kriegen. Und dann gibt es natürlich, darf man glaube ich auch nicht ganz unterschlagen, gibt natürlich viele Leute aus verschiedenen Ländern, die kommen, weil sie auf irgendeine Weise, sagen wir mal, Geschäfte machen wollen. Und die Geschäfte sind nicht unbedingt immer legal. Also mich wundert es nicht sehr, muss ich sagen. Es sind vor allen Dingen Nordafrikaner, nicht? Jetzt hier am Fokus. Ja, natürlich. Aber Herr Baum, aus vielen, ich würde Sie gerne fragen, Sie, der Sie auch Innenminister waren und auch regelmäßig Kriminalitätsstatistiken zu verkaufen hatten, sage ich das jetzt mal. Das ist ja die Aufgabe Ein schwieriges Geschäft. Nicht? Warum? Sehr verführbar. Sie können die Daten natürlich benutzen, um Ihre Politik zu untermauern. Nicht? Also je nachdem, was Sie da rausziehen. Also nach dem Motto, ich glaube nur der Statistik, die ich selbst gefälscht habe oder für mich interpretiert habe. So ungefähr. Also was Herr Maizière gesagt hat, was Sie gerade zitiert haben, macht ja sehr nachdenklich, dass Teile der Gesellschaft verrohen, also auch unserer Gesellschaft. Und das belegen auch Studien, die es über viele Jahre gibt, dass es eine gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit gibt gegen Minderheiten, gegen Schwache, gegen Obdachlose, gegen Fremde. Und das ist nicht nur der Pöbel auf der Straße, sondern das sind auch normale Menschen und Bürger, die sich dieser gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit... Das ist ja das Gefühl, das ganz viele Menschen im Augenblick haben. Ist das eine gefühlte Unsicherheit, die es da gibt, oder eine tatsächlich messbare Unsicherheit? Beides. Es ist im Grunde, wir leben in einem sicheren Land. Nicht? Also wenn wir uns vergleichen mit aber wir fühlen uns nicht mehr sicher. Das ist das Problem. Wir sind Risiken ausgesetzt, die relativ gering sind. Wir müssen die Risiken mindern. Das ist die Pflicht eines Staates. Aber die gefühlte Unsicherheit in jeder Beziehung, auch die soziale, nicht die Abstiegsängste, die ist sehr viel größer. Sie meinen, da überlagert sich auch vieles. Ja. Und im Grunde geraten wir immer in eine Situation, es muss etwas passieren, was Schreckliches passiert, in Berlin beispielsweise, und dann neigen wir dazu, die Fassung zu verlieren. Ja, also irgendjemand schießt irgendwo und dann weiß man noch nicht genau, warum, aber jedes Mal gibt es eine Sondersendung, eine Sondersendung ZDF-Spezial, und die Leute haben das Gefühl, die ganze Republik ist bedroht. Das ist nicht der Fall. Also bei allem Respekt vor Medienkritik an dem Punkt, aber wenn jetzt jemand kurz vor Weihnachten mit einem Lastwagen... Das ist in Ordnung. Das ist alles. Aber eben nicht in Ordnung. Dass so eine Sendung kommt. Ja, das meine
ich das dann berichte. Ja, also, aber, ist es wirklich nur mediale Hysterie? Nein, nicht. Es gibt ja tatsächlich wirklich furchtbare und schlimme Ereignisse. Das, was neu ist, muss man sagen, und das hat natürlich viel mit den sozialen Medien, mit dem Internet zu tun, dass natürlich alle Informationen in Lichtgeschwindigkeit nicht nur um die Welt gehen, sondern wirklich sehr nah an die Leute herangetragen werden. Früher musste man einen Tag warten, bis die Zeitung da war oder bis die Tagesschau kam. Heute hat jeder auf seinem Smartphone die aktuellen Meldungen. Deswegen hat man natürlich den Eindruck, dass die Einschläge immer dichter kommen. Aber sie sind natürlich auch sehr nah. Das darf man ja nicht vergessen. Wir haben im ganzen nordafrikanischen Raum haben wir Bürgerkriege, Regions- und Bürgerkriege, furchtbare Auseinandersetzungen. Also diese furchtbaren Kriege zwischen verschiedenen Gruppen, bei denen man sich ja gar nicht vorstellen kann, welche Gruppe man eigentlich als Sieger sehen möchte. Ja, das sind ja alles welche, die man eigentlich nicht sozusagen an der Macht sehen würde. Das ist das Perfide auch an dieser Situation. Bürgerkriege und dieser Bürgerkrieg im Grunde im nordafrikanischen Bereich, aber in anderen auch, der strahlt aus. Der strahlt aus und schickt seine Ableger in andere Regionen. Aber nochmal, welche Rolle spielt es? Der Innenminister sagt ja auch, das ist auch so ein Satz, der bleibt dann für jemand wie mich zum Beispiel, der ich das dann so höre als Konsument, der bleibt dann hängen, wenn so jemand, ein seriöser Mann wie Thomas de Maizière, so einen Satz sagt wie: Da ist was ins Rutschen gekommen. Ja, das ist nicht zu meiner Nachtruhe bei. Sehen Sie mal den enormen Anstieg der Verbrechen, also der Taten gegen Flüchtlinge, brennende Flüchtlingsheime, also die Gewalt von rechts, der Bundeskriminalamt sagt Terror von rechts, hat enorm zugenommen. Das ist also auch ein Teil der Kriminalstadt, dass die Leute keine Hemmung haben, ein Flüchtlingsheim in Brand zu stecken. Und das heißt, der Hass, der verbreitet wird, übrigens eben auch im Internet sehr wirkungsvoll verbreitet wird, der wird plötzlich kommt zu Taten. Ja, die Gewalt beginnt im Kopf. Aber nochmal, lass uns mal die Frage der Interpretation, das war sozusagen der Ausgangspunkt dieser Diskussion. Dann macht die Welt zum Beispiel, deren Herausgeber Sie sind, macht dann am Sonntag, meine ich, die Geschichte, die Zahl der tatverdächtigen Zuwanderer steigt um 52,7%. Ja, wenn das so hört, die offiziellen Zahlen sind, wenn das die Zahlen sind, dann muss man sich mit diesen Zahlen auseinandersetzen. Da kann man nicht so tun, wenn das nicht geschieht. Aber wenn ich so eine Schlagzeile so lese, habe ich das Gefühl, in dieser verkürzten Form, darauf will ich hinaus, in dieser verkürzten Form, das ist die Realität. Bezogen auf die Zuwanderer. Aber da muss man definieren, wer sind Zuwanderer überhaupt, wer ist damit gemeint und ist sozusagen diese Zunahme bezogen auf diese eine Gruppe, was tatsächlich der Fall ist. Ja, aber eine Gruppe in dem Zusammenhang sind ja, über das haben wir vorhin schon geredet, es ist eine sehr große Zahl von jungen Männern, die in dieses Land kommen. Und die haben auch bei uns statistisch eine höhere Kriminalitätsrate. Natürlich. So, wenn Sie die dann in so großer Zahl ins Land bekommen, und die sind alles Leute, die ja nicht wissen, was sie den ganzen Tag tun sollen. Ja, sie kriegen sozusagen das Hartz-IV-Modell für Zuwanderer. Sie sitzen in Turnhallen oder in wirklichen anderen Unterkünften. Sie kennen die Sprache nicht. Und es sind natürlich auch nicht immer nur diejenigen, die Schutzbedürftigsten sind, die ins Land kommen, sondern es sind die Toughsten, die es geschafft haben, über das Mittelmeer oder über die Balkanroute oder sonst wo zu kommen. Und das sind nicht immer diejenigen, die man sich auch wünschen würde in diesem Land. Es wird immer gesagt Flüchtlinge. Aber in Wirklichkeit sind es natürlich zum ganzen großen Teil Migranten, die aus wirtschaftlichen Gründen, die nachvollziehbar sind, kommen. Mit Ausnahme des Riesenpotenzials aus Syrien. Ja, das ist richtig. Aber gerade da kann man ja bei dieser Zahl sehen, dass gerade diejenigen, die aus Syrien kommen, statistisch gesehen am wenigsten sind. Denn das sind die wirklich Bedürftigen und diejenigen, die wirklich Schutz brauchen. Ja. Haben Sie das Gefühl, Sie beide, auch so mit Ihrer Lebenserfahrung, auch mit dem Überblick, den Sie haben, dass er recht hat mit diesem Befund, wenn er sagt, da ist was ins Rutschen gekommen? Ja. Ich glaube, der merkt das langsam. Ja, ja. Es ist mehr und er hat in Wirklichkeit die ganze Migrationsbewegung wirklich unterschätzt und haben die alles schön geredet. Aber und langsam merken sie, was da in Bewegung gekommen ist. Wir hatten diese Entwicklung schon vor der Emigrationswelle. Das war schon da. Wir haben also in unserer Gesellschaft Fehlentwicklungen, die vorher schon begonnen haben, die nicht unbedingt mit der Flüchtlingsfrage zu tun haben. Die hat das möglicherweise verstärkt. Es gibt sehr unterschiedliche Gründe. Wir müssen uns wirklich darüber unterhalten, sind wir eine tolerante Gesellschaft? Oder rutscht da etwas weg? Wächst da Hass? Wächst da Neid? Wächst da Gewalt? Nicht? Das sind Entwicklungen, die wir sehr ernsthaft ins Auge fassen müssen. Die sind durch die Flüchtlingssituation... Es ist eine Frage der Zahl.
Und das ist eine Menge, wo die Quantität dann in Qualität umschlägt, wo dann tatsächlich etwas Neues passiert. Einfach durch diese gewaltige Zahl. Man kann nur so viele Leute reinlassen, wie man auch wirklich integrieren kann. Das darf man nicht vergessen. Gehen wir mal einen Moment von der Flüchtlingsfrage weg. Ich lese in allen Untersuchungen von Ansbach beispielsweise seit Jahren, dass die Ablehnung der Parteien in Parteienverachtung umgeschlagen ist. Dass die viele Menschen nicht mehr den Politikern abnehmen, dass sie das Gemeinwohl im Auge haben, sondern nur ihr eigenes Wohl. Das heißt also, es gibt eine Demokratiemüdigkeit. Die macht mir Angst. Die Leute verteidigen unsere Demokratie nicht mehr und sagen, das ist nicht das System, in dem wir leben wollen. Das ist hochgefährlich. Das heißt, die Parteien sind gefordert, auf die Bürger zuzugehen wieder und ihnen zu sagen, was Demokratie ist. Kann man das so pauschal sagen, Herr Aust, oder? Ich kann das wirklich nicht so sehen. Also natürlich wird dadurch, dass heute ja wirklich jeder seine eigene Meinung kundtun kann, das, was früher am Biertisch gesagt worden ist, kann heute jeder twittern oder sonst wie irgendwie verbreiten, was dann auch verbreitet werden kann. Alle regen sich wahnsinnig darüber auf. Ich kann Ihnen sagen, ich kriege auch Hassmails, bin ja als Journalist tätig, kriege auch gelegentlich Hassmails. Und da habe ich an meinem Computer, am iPhone, so ein kleines Zeichen, das ist so ein Papierkorb, nicht? Und das schmeiße ich in den Papierkorb und ich lese das gar nicht erst. Ich nehme das nicht so ernst. Und ich glaube, wir regen uns manchmal bisschen zu sehr künstlich darüber auf. Und ich kann mich entsinnen, ich mache diesen Job ja auch schon seit vielen Jahren, Jahrzehnten. Wir haben immer mal darüber geredet, ob wir in der Bundesrepublik langsam Weimarer Verhältnisse haben. Nicht? Und ich meine, gerade das Thema, über das wir jetzt ja auch gleich noch mit reden, 70er Jahre, RAF, Deutscher Herbst, alles genau. Das. Wenn man sich das mal vorstellt, was für eine Gefährdungssituation das gewesen ist, die war ja in Wirklichkeit mindestens genauso wie die heute. Weit überschätzt, aber da reden wir vielleicht besonders drüber. Also gehen wir direkt rein. Ja, also ich bin der Meinung, dass wir heute interessante Parallelen haben, die wir ernst nehmen müssen. Nämlich? Terrorismus damals, Terrorismus heute. Was unterscheidet das? Der Terrorismus damals von dem heutigen. Damals war das überschaubar. Versuchen Sie es mal auf drei Punkte runterzubrechen. Das war überschaubarer. Wir kannten die Täter weitgehend. Wir haben sie auch dann... Ja, wir haben die Lust nicht gekriegt. Bitte, die meisten haben wir ja, das hat aber ganz schön gedauert. Also gedauert, aber die Republik war nie in ihrer demokratischen Substanz gefährdet. Keine Sekunde. Es gab Überreaktionen. Wir hatten überhaupt keine Ahnung, wie wir mit diesem Phänomen umgehen. Mit einem Terrorismus, der auch sich politisch zu motivieren suchte. Die haben sich ganz anders verhalten vor Gericht und auch sonst. Wir mussten uns darauf einstellen. Heute haben wir es mit einem Terrorismus zu tun, der aus dem Dunkel kommt und der Angst und Schrecken verbreiten will, der uns veranlassen will, unsere demokratischen Werte aufzugeben, der das Volk betrifft. Damals waren es die führenden Repräsentanten. Das war. Damals waren bestimmte Menschen gefährdet. Gruppe, heute nicht? Kann es im Prinzip jederzeit treffen. Natürlich, in jeder U-Bahn-Station. Also das hat es damals auch gegeben. Das hat eine Bombe im Springerhaus in Hamburg gegeben. Da sind viele Korrektoren, normale Menschen, Werktätige, schwer verletzt worden, sind Bomben bei den Amerikanern. Das Feindbild Springer und nicht der Alexanderplatz U-Bahn-Station. Naja, aber wir verstehen, was Sie meinen. Ich finde, Sie haben in einer anderen Hinsicht recht. Die RAF hat es 28 Jahre gegeben. Das ist mehr als doppelt so lange wie das Dritte Reich und fast halb so lange wie die DDR. So lange hat es gedauert. Und viele Fälle von Morden, gerade in der letzten Generation, sind nicht aufgeklärt worden. Es ist ziemlich unklar, was sich da tatsächlich abgespielt hat. Aber die Behörden haben sich daran wirklich über Jahre und Jahrzehnte abgearbeitet. Und es waren fast alles Leute, die kannte man, da kannte man die Familie, man wusste, woher die kommen. Ja. Und trotzdem hat sie nicht gekriegt. Und das Problem heute, es hat lange genug gedauert. Wir haben sie gekriegt. Ja, nach einer gewissen Zeit. Ja, nicht alle, bitte. Und auch nicht alle. Es gibt immer noch Menschen, die mit ungeklärten Fragen... Der wirkliche Unterschied besteht darin, dass man damals wusste, mit wem man zu tun hatte. Ja. Man kannte die Schulnoten, man wusste, welche Biografien die hatte. Und das, was heute passiert, ist deswegen sehr unübersichtlich, weil man die Leute nicht kennt. Mhm. Man weiß nicht genau, aus welchen Ländern sie kommen. Man kennt sie persönlich überhaupt nicht. Und das kann... Und es kommen eben zahlreiche Leute ins Land, bei denen man nicht wirklich identifizieren kann. Oder sind schon hier. Wie in Frankreich zum Beispiel. Ja. Lass uns einmal zurückschauen, weil wir tatsächlich die Chance nutzen wollen, wenn wir Sie alle drei heute hier haben. Schaue auch schon die ganze Zeit zu Herrn Seliger und bin gespannt, wie Sie das einschätzen, was Sie da auch gerade gehört haben. Der im Zentrum der Geschichte steht, die wir jetzt gleich hören werden. Eine dramatische Geschichte. Ich kannte die vorher so in diesen Details nicht. Und wir rufen uns das noch mal kurz in Erinnerung, wie das damals war. Fast auf den Tag genau vor 40 Jahren.
Ich der Polizei? Ja. Da an der Ecke, wo das Biereck ist, ja, in der freiheitsfreundlichen Schießerei, kommen Sie da mal schnell. Die Polizeiwache? Ja, da hat sich ein Polizist niedergeschossen worden. Er verletzt sich, der Seliger schwer, mehrere Schüsse in der Brust, der muss operiert werden. Der Seliger? Ja. 7 Kugeln treffen den jungen Polizisten aus Singen. Wolfgang Seliger wird am 3. Mai 1977 zu einem weiteren Opfer der RAF. Wenige Wochen zuvor, am 7. April, hatte die RAF ein tödliches Attentat auf Generalbundesanwalt Siegfried Buback verübt. Der Beginn der sogenannten Offensive 77. Die Fahndung nach den Terroristen läuft deutschlandweit. Personenkontrollen gehören zur Tagesordnung. Die Polizei ist in erhöhter Alarmbereitschaft. Am Morgen des 3. Mai erhält die Polizei in Singen nahe der Schweizer Grenze den Hinweis, dass eine Kundin in einem Café angeblich 2 Terroristen erkannt habe. Der Streifenpolizist Seliger geht gemeinsam mit einem Kollegen zum Café, um die Verdächtigen zu kontrollieren. Die Polizei hat den einen Gast gefragt, also den Herr Volkert, ob er so nett wäre und würde ihm den Ausweis zeigen. Hat er im Moment dann gemuckst und sie hat in der Handtasche rumgenullt, so rumgemuckt. Und dann kam, hat er gesagt, ich möchte Ihre Papiere sehen. Hat er gesagt, können wir das nicht draußen machen? Hat er gesagt, nein, zeigen Sie es mir hier. Und dann ist der Volkert aufgestanden, hat bei mir bezahlt und ist dann rausgegangen mit der Polizei. Und was dann passiert ist, war bei mir die Tür zu. Es ist perfide. Die RAF-Terroristen Verena Becker und Günter Sonnenberg geben sich als Urlauber aus. Die jungen Polizisten begleiten das vermeintliche Urlauberpärchen zu dessen Auto, in dem die Ausweise liegen sollen. Doch plötzlich schießen die beiden ohne Vorwarnung auf Seliger und seinen Kollegen. Günter Sonnenberg feuert aus 2 Metern Entfernung auf Seliger, der zu Boden geht und sich unter das Auto retten will. Sonnenberg setzt nach und feuert sein gesamtes Magazin leer. Die RAF-Terroristen fliehen, stehlen ein Auto, rasen durch die Singener Innenstadt. Polizisten nehmen die Verfolgung auf. Bei einem Schusswechsel wird Verena Becker am Oberschenkel verletzt, Günter Sonnenberg am Kopf getroffen. Der Terrorist Sonnenberg und der Polizist Seliger werden im Krankenhaus gemeinsam operiert. Der schwer verletzte Polizeibeamte kommt nach menschlichem Ermessen durch, gell? Also wenn da nicht irgendwelche groben Komplikationen kommen, dann ist alle Aussicht, dass er das übersteht. Die Operation selbst hat er gut überstanden. Dann der schwer verletzte andere Mann, den wir versorgt haben, den Namen weiß ich nicht. Der hat einen Schädeldurchschuss. Das ist eine ausgesprochen schwere Verletzung, wie sich jeder vorstellen kann. Und die Prognose ist sicher sehr dubiös. Nach der Operation liegen Opfer und Täter im gleichen Zimmer. Herr Seliger, wann haben Sie davon erfahren, dass der Mann, dessen Name dem Chefarzt da gerade nicht eingefallen ist, nämlich der RAF-Terrorist Günter Sonnenberg, dass der neben Ihnen im Zimmer lag? Das war ja viele Tage später. Man muss dazu sagen, dass das Singener Krankenhaus damals nur eine Intensiv- oder Wachstation hatte, also recht klein. Und es gab nur die eine Möglichkeit, uns 2 operierte Patienten in diesem Zimmer der Wachstation unterzubringen. Es gab keine andere Möglichkeit. Da war nur, das habe ich später erst erfahren, so eine spanische Wand dazwischen. Und das hat sich dann im Krankenhaus rumgesprochen, dass der Terrorist und der Polizist nebeneinander gelegen haben. Ich hatte da nie ein Problem damit, ich habe es nicht gewusst und es war gar nicht anders möglich. Ich habe mich gefragt, während wir diesen Film gerade gesehen haben, wie geht es Ihnen heute, wenn Sie diese Bilder sehen? Sie haben lange, lange Jahre nicht darüber gesprochen. Sie haben nicht mal in Ihrer eigenen Familie davon erzählt. Und würde Sie gerne fragen wollen, stimmt es, dass Ihr eigener Sohn erst aus der Presse erfahren hat, woher die Einschusslöcher, die Verwundungen, die Narben an Ihrem Körper stammen, am Körper des Vaters stammen? Ja, das stimmt schon. Es war vor etwa 20 Jahren. Mein Sohn war 13. Und der kannte mich ja nur mit diesen Verletzungen, mit dem Finger, mit dem Verlust und den Narben. Und den habe ich halt erzählt, es war ein Unfall. Es war ein kleines Kind, das älter wird. Und irgendwann war klar, dass man ihm das erzählen muss. Mhm. Und dann gab es natürlich so eine dumme Geschichte. Er hat es aus den Medien erfahren, da war er 13. Und da gab es dann schon Diskussionen darüber, wo man das nicht früher erfahren hat. Er hat es nachher kapiert und ab dem Zeitpunkt hat er sich auch sehr
für diese Geschichte interessiert und sich informiert und alles nachgelesen und sich das angeeignet. Das heißt, Sie haben vorher nie darüber gesprochen? Das war kein Thema in der Familie? Na gut, ich war ledig. Ich habe noch drei jüngere Geschwister. Die Eltern haben beide noch gelebt. Und es war nie ein Thema, da andere mit zu belasten. Auch im Kollegenkreis nicht. Auch von der anderen Seite wurde nie darüber geredet. Ich wollte recht schnell zurück in den Polizeidienst zu meinen Kollegen. Und die haben sich nicht getraut, mich anzusprechen. Im umgekehrten Fall wollte ich auch nicht drüber reden, weil es natürlich schon eine sehr schwierige Situation war. Die Geschwister will man in Ruhe lassen, die Eltern. Und das ging dann schon sehr lange. Das heißt, Sie waren allein mit dieser Geschichte? Ich war ganz alleine mit der Geschichte. Und es gab auch keine Hilfe, irgendwelche psychologische Hilfe. Nein, das gab es damals nicht. Das ist heute gang und gäbe und völlig normal. Man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir haben eben Bilder gesehen, von denen man fast annehmen kann, dass sie das authentische Geschehen zeigen. Mhm. Das war aber gar nicht so. Sondern die Bilder, die wir da gerade gesehen haben, stammen aus einer nachgestellten Szene. Und absurderweise sind Sie derjenige, der sich dort sozusagen selber spielen musste. Ja, das war so ein im Nachhinein ein völliger Unsinn. Und für mich war im Nachhinein eine Unverschämtheit vom BKA, dass man im Sommer... Das ist dieses Video, ne? ein Rekonstruktionsvideo der Polizei. Dass man mich und meinen Kollegen Jakobs, also ich stehe da links, mein Kollege Jakobs. Das sind wirklich Sie, das bin ich, ja. Und Sie müssen sich fallen lassen und das Ganze? Ja, total abgemagert durch die, Gewichtsverlust durch diese schweren Verletzungen, wurden wir verpflichtet, an der Rekonstruktion mitzumachen. Und die anderen Kollegen natürlich auch. Und dieses Pärchen wurde dann gespielt von zwei BKA-Beamten. Es wurde nicht geschossen, nur angedeutet. Das wäre dann noch der Super-GAU gewesen. Und also völlig unverschämt. Und heute würde niemand mehr auf die Idee kommen. So eine Wahnsinnsidee kommen. Ja. Stimmt es, dass Sie als Dank dafür haben Sie was bekommen? Ach ja, das ist ja fast wieder zum Lachen. Eine Flasche Jack Daniels. Eine Flasche Whisky haben Sie bekommen. Ja. 7 Schüsse. Ja. Wie fühlt sich das an? Ist sehr schwer zu beschreiben, weil man spürt die Einschläge. Man spürt die Einschläge, der ganze Körper brennt. Natürlich hat man Todesangst und merkt, dass, oder man kriegt ja mit Auge in Auge, dass dieser Wahnsinnige nicht aufhört. Dass er nicht aufhört zu schießen, dass er ums Auto rumkommt. Und obwohl ich da lag, der Finger war zerfetzt, Oberschenkeldurchschuss, ums Auto rumkommt und seine Waffe leer schießt, bis es Klick macht. Ja, und dann spüre ich die ganzen Einschläge. Alles bei Bewusstsein? Alles bei Bewusstsein. Sie sagen, das brennt wie Feuer? Brennt wie Feuer, ja. Also der ganze Körper brennt, so habe ich das empfunden. Versteht man in dem Moment, was passiert? Ja, am Anfang, es war ja so, dass wir am Anfang nicht damit gerechnet haben, dass sowas passiert, auch nicht in Singen, in dieser Kleinstadt. Das ging dann alles so schnell, das waren innerhalb von Sekunden, wo die zwei sich umdrehen auf Kommando und aus ihrem Hosenbund die Waffen ziehen, die sie irgendwo versteckt hatten, die Faustfeuerwaffen. Und dann merkt man, was ist jetzt los? Jetzt ist es tatsächlich so, diese Hinweisgeberin, die hatte recht. Aber Sie sind ja erst mit denen aus dem Café gegangen, um das Auto zu suchen. Ja, lass uns einmal rein in diese Geschichte, weil das interessant ist. Genau. Also Sie kriegen nur für die Menschen, die das nicht so detailliert wissen wie Sie, Sie kriegen diesen Einsatzbefehl sozusagen. Da gibt es eine Frau, die meint, in diesem Kaffeehaus zwei Terroristen erkannt zu haben und lag damit auch goldrichtig. Namentlich sogar, bloß waren andere. Ja, ja, aber das ging an uns vorbei, dieser Hinweis. Wir wurden beauftragt, geht darüber in das Café Hansa, da sitzen zwei Terroristen, namentlich, ich meine, Juliane Plambeck und Volkerts. Ich bin mir nicht mehr sicher, welche Namen gefallen sind. Die Rede von Terroristen? Ja klar, und auch namentlich und anhand dieser Fahndungsbildchen auch erkannt oder mal gedacht. Also ein hochgefährlicher Einsatz. Jein. Herr Baum, zu der Zeit kamen täglich solche Hinweise, die abgearbeitet wurden, also nicht nur in Singen speziell, weil Singen, Grenzstadt,
Richtung Schweiz, in Singen, war der Knut Volkerts aufgewachsen. Alle haben den Knut Volkerts gesehen. Jeden Knut Tag Volkerts kam dort aus der Ecke. Der stammt aus Singen. Ja. Und so kamen die Hinweise immer wieder. Das heißt, Sie hatten so viele auch falsche Hinweise, dass man im Grunde sagen konnte, wird wahrscheinlich so eine Routinegeschichte. Sind Sie mit der Haltung da reingegangen? Es sind die Routinegeschichten, die man natürlich abarbeitet, aber nie daran denkt, dass da was Ernstes dahinter steckt. Ja, ja. Und dann kommt dazu, dass wir beide 20 und 21 Jahre alt waren, also völlig, völlig unerfahren. Wir kamen frisch von der Ausbildung, von der Polizeischule. Im Januar sind wir fertig geworden. Und uns schickt man dahin. Die zwei Jüngsten schickt man dahin. Und dann kommt das Tragische dazu, dass es tatsächlich zwei waren, aber zwei völlig andere. Und dass das Bundeskriminalamt erst am späten Abend erfahren hat oder rausgekriegt hat durch Telebildüberspielungen mit Fingerabdrücken, wer das tatsächlich ist. Mhm. Das waren zwei andere. Ich meine, man muss sich immer die Zeit klar machen. Deswegen ist das so interessant, auch mit Ihnen heute hier zu sprechen. Heute reden wir von Apps und Smartphones und FaceTime und Kommunikation und Skype an jeder Ecke. Sie hatten nicht mal ein funktionierendes Funkgerät. Ja, heute hat man Digitalfunk. Das war damals. Um die Hausecke ging da nichts. Man hat das gar nicht dabei gehabt, weil es nicht funktioniert hat. Sie haben das gar nicht eingesteckt? Sie konnten auch gar keine Hilfe rufen in dem Moment? Es gab kein Handy, Funkgerät ging nicht. Wir sind davon ausgegangen, wir gehen in dieses Café Hansa nicht weit weg und gehen nachher wieder zurück, diese 100 Meter, und das Thema ist erledigt. Und dann haben die uns tatsächlich eine Story erzählt, die für uns glaubhaft war, in diesem Café drin. Können Sie uns noch mal mitnehmen in diese Situation, weil das Stefan Aus, glaube ich, auch sehr interessiert. Waren die so kaltschnäuzig? Nach den Ausgaben. Ja, dann haben die gesagt, ja, die haben wir im Auto. Nee, ja, schon klar, aber Sie beide betreten dieses Lokal. Ja. Ich meine, das sind zwei Terroristen auf der Flucht. Im Rucksack, wie sich dann später herausstellte, war eine abgesägtes Gewehr. Und zwar die Tatwaffe, mit der kurz vorher Siegfried Buback erschossen worden war. Das heißt, das ist auch für die eine unglaublich heikle Situation. Ja. Die tragen die in diesem Rucksack bei sich. Haben Sie keine Spuren von Nervosität, Anspannung in diesen Menschen bemerkt? Das ist ja das Komische. Die haben sich völlig normal verhalten, haben nachher die Rechnung bezahlt für das Frühstück, haben in der Oberbekleidung nach dem Ausweis gesucht. Und haben ihnen so ein Schmierentheater vorgestellt. Genau, das Ausweis liegt im Auto. Und es war für uns plausibel, dass das Auto in der Nähe steht, weil sie anscheinend aus dem Raum Stuttgart angereist sind. Diesen Rucksack hatten sie dabei. Das war wieder ein großes Thema, auch damals in der Medienwelt. Mhm. Heute wäre das natürlich noch um ein Vielfaches mehr. Also wir schon auch viel Kritik erfahren haben. Also es gibt ja die Yellow Press, wo es dann heißt, Selig und Jakobs gehen zu Fuß hinter denen her. Und oben schaut der Lauf von der HK-43 raus, von der Buback-Tatwaffe. Ist ja völliger Quatsch. Ja. Also so blöd waren wir auch nicht. In dem Rucksack, da hat man nichts sehen können. Wir hätten natürlich die Kontrolle so machen können, dass wir im Café Hansa sagen, okay, jetzt machen wir den Rucksack auf oder wir suchen Sie, wir gehen raus, wir gehen aus dem Polizeirevier. Das hätten wir vielleicht 5 Jahre später gemacht, mit ein bisschen mehr Erfahrung. Ja, aber möglicherweise auch mit katastrophalen Folgen. Haben Sie die Schießerei mit dem Café? Ich habe es vorhin erwähnt, die ganze Geschichte waren Pleiten, Pech und Pannen. Ja, diese Festnahme, das war kein Verhandlungserfolg, das waren Zufälle. Ja? Ja. Und es war auch ein großes Glück, dass wir aufgrund von unserer Unerfahrenheit vielleicht nicht alles richtig gemacht haben, was man hätte machen müssen. Weil sonst hätte es vor dem Café Hansa ein Blutbad gegeben, in der Polizei. Mhm. Oder auf der Straße will, die hätten sich nicht kontrollieren lassen. Würde Sie gerne fragen, also Sie gehen diesen beiden Menschen hinterher, völlig arglos, wie Sie das gerade beschreiben, glauben denen auch diese Geschichte, weil Sie diese Schmierenkomödie so perfekt spielen. Gab es den Moment, in dem Sie gemerkt haben, die Geschichte stimmt nicht, die uns da gerade auftischen? Kurz zuvor. Die haben uns ja weggeluckt. Um Zeit zu gewinnen, was machen wir? Wie kriegen wir jetzt diese zwei Polizisten, wie kriegen wir die los? Ja. Die haben vielleicht auch Kontakt gehabt, sich was zugeflüstert, die waren 4 Meter vor uns oder 5. Und dann immer wieder, das Auto steht auf dem Parkplatz und mehrfach oder von mir oder vom Kollegen, welcher Parkplatz? Ja, das muss hier sein in der Nähe, wir sind ortsfremd. Und dann zeigen sie auf dem Parkplatz, wo wir überlegen, so, was machen wir jetzt? Drehen wir um, holen ein Auto, ein Polizeiauto und fahren da hin.
Oder machen wir diesen Weg noch über die zwei Querstraßen rüber und beenden das Thema, schauen die Ausweise an und auf Wiedersehen, gute Reise. So, wir sind dann an diesem Parkplatz hin, wo das vermeintliche Fahrzeug hätte stehen sollen. Und kurz davor, also mein Kollege und ich waren uns nachher einig, wir schauen auf das Kennzeichen. Und dann sehen wir keine Stuttgarter Zulassung, sondern eine aus dem Zulassungsbezirk in Konstanz, also KN. Und dann war mir und meinem Kollegen klar, so, jetzt wird's ernst. Wir hatten keine Zeit, natürlich auch nicht das Überraschungsmoment, so schnell zu reagieren, wie Sie gemacht haben. Wir haben nach unseren Waffen gegriffen und dann hat schon geknallt. Und dann war es zu spät. Und die haben auch sofort getroffen, weil, muss man dazu sagen, die haben alle zu der Zeit eine viel, viel bessere Ausbildung an der Waffe gehabt als wir. Das war so damals. Ja, klar. Ja, da hat man halt irgendwo wie im Schützenverein auf Ringscheiben geschossen. Und die haben halt ihre Nahkampfausbildung gehabt an der Waffe. Wir haben das eben schon gesehen, Sonnenberg, Becker sind dann geflohen, entwickelte sich diese Verfolgungsjagd, von der Sie sagen, Pleiten, Pech und Pannen, kam zu einer wilden Schießerei. Sonnenberg wurde dann offenbar so schwer im Kopf verletzt, dass er bis heute, glaube ich, ein Pflegefall ist. Die haben dann ein Auto gekapert, sind also auf die Straße gelaufen, haben einen normalen Pkw angehalten, haben den da rausgezogen, sind mit dem Auto los und dann sind sie an einer Ampel, war eine kleine Verkehrsstockung, sind sie stehen geblieben. Und dann kam ein anderer Polizeiwagen. Und die haben dann eine Verfolgung gemacht und dann hat im Endeffekt hat der eine Polizist in dem Verfolgerauto hat dann diese Schnellfeuerwaffe gegriffen, die Heckler und Koch, die abgesägte, also die Tatwaffe in Sachen Buback, und hat dann tatsächlich aus 80 Meter Entfernung geschossen und hat Verena Becker irgendwie, ich glaube, am Oberschenkel getroffen. Oberschenkel, ja. Auch total irre. Ja. Wie haben Sie das Verfahren erlebt, Herr Seliger? Ja, das war für mich eine schlimme, ja, also schon ungewohnt schlimm, weil normal fängt man an im Polizeialltag, die erste Gerichtsverhandlung, fährt einer rot über der Ampel oder einen Verkehrsunfall, geht man als Zeuge hin, Amtsgericht in der Regel. Und für mich war das schon damals der Super-GAU. Nach Stammheim in das Mehrzweckgebäude im OLG, das ich gekannt habe, weil ich früher schon während der Bereitschaftspolizei dort auch oft im Kreis umgefahren bin. Mitbewacht. Und dann steht man da drin, in diesem Mehrzweckgebäude. Medienaufkommen damals schon sehr hoch. Und wird dann über Stunden als Zeuge und Opfer befragt. Natürlich von der Bundesanwaltschaft, vom Vorsitzenden, aber auch von den Rechtsanwälten. Und das war schon eine sehr, sehr schwierige Situation für mich. Ich weiß, dass Sie wirklich über viele Jahre hinweg und auch Ihr Kollege hat bis heute eigentlich sein Schweigen in der Öffentlichkeit nicht gebrochen. Deswegen schätzen wir das umso mehr, dass Sie sich heute dieser Situation, diesem Interview gestellt haben. Danke Ihnen sehr herzlich dafür, Herr Seliger. Welche Strafen haben die beiden bekommen? Stefan Haus. Wie ging die Sache juristisch weiter? Welche Strafen haben die bekommen? Was ist aus denen geworden? Sonnenberg und Becker. Die sind wegen Mordversuchs zu jeweils lebenslanger Strafe verurteilt worden. Ja. Was damals schon merkwürdig war und auffiel, war, dass obwohl ja die Tatwaffe in Sachen Buback dabei gewesen ist, sie hat sie nicht benutzt, sondern der Polizist hat sie dann nachher sozusagen benutzt, ist Verena Becker nicht wegen einer möglichen Beteiligung an der Buback-Ermordung angeklagt worden. Das wurde begründet mit Prozessökonomie, was im Prinzip ja auch nicht so total falsch war. Wir haben beim Stammheimer Prozess immer mal kritisiert, dass die wirklich jeden Stein umgedreht haben, jedes Delikt verfolgt haben und dadurch diese Verfahren sich so in die Länge gezogen haben. Unendlich, und da dieser Mordversuch, das wäre ja auch fast ein Mord gewesen, ja ohnehin mit einer lebenslangen Strafe bedacht wird, hat sich dann die Bundesanwaltschaft das erstmal erspart. Das heißt, sie haben dann die Anklage gegen Verena Becker in Sachen Buback wegen der Tatwaffe zurückgestellt und haben sie dann 1980 richtig eingestellt. Aber sie haben sie erst einmal zurückgestellt. Sonnenberg? Bei Sonnenberg, das kann ich jetzt nicht mehr so genau sagen. Also der hat auch natürlich dann, ne? Lebenslang. Weil ich glaube, der war gar nicht mehr geschäftsfähig. Der war so schwer verletzt. Das, spielte keine Rolle mehr. Ich glaube, 92, glaube ich, hat er im Gefängnis rausgekommen. Also Sonnenberg war 15 Jahre in Haft. 15 Jahre, ne? Und Verena Becker wurde begnadigt. Wen pressen wir für Schleier aus dem Gefängnis? Da haben sie 10 Namen
aufgeschrieben und haben dann Sonnenberg nicht dazugenommen, sagte, was soll das, wenn der irgendwo hinkommt. Ja, mit sehr abwertenden Bemerkungen von Andreas Bader, muss man dazu sagen. Ganz grundsätzlich, Stefan Aust, wann begann für Sie der deutsche Herbst und konnte man das so absehen? Das war ja dann sozusagen schon die zweite Generation RAF, die da zugeschlagen hat. Ne? Naja, man konnte im Laufe der Zeit natürlich sehen, dass sich das immer weiter zuspitzte. Es gab immer wieder Anschläge, natürlich auch von anderen Bewegungen. Verena Becker ist ja nur in Freiheit gekommen. Die saß ja schon vorher wegen eines anderen Deliktes in Berlin durch die Entführung des CDU. Bürgermeisterkandidaten Peter Lorenz ist ja freigepresst worden, ist dann nach Aden gegangen, hat dann da auch diese ganze militärische Ausbildung Jemen, gemacht. Ne? Im Jemen. Und ist dann zurückgekommen. Also es spitzte sich schon zu. Das ist richtig noch zusätzlich. Also man kann gar nicht sagen, dass es ernst wurde. Es war wirklich schon ernst genug über die ganzen Jahre. Aber es ging eigentlich so richtig, eine neue Umdrehung kriegte das Ganze mit der Festnahme von Siegfried Haag. Das war, glaube ich, am 30. November 76, wenn ich mich recht entsinne. Da war ja die erste Generation saß in Haft und die zweite Generation hatte sozusagen die RAF also Bader, Meinhof, in Haft. 72. Ja, da ging es darum, die Leute aus der Haft freizupressen. Und dann wurde der ehemalige Anwalt Siegfried Haag baute sozusagen die RAF neu auf und wurde erwischt, wurde festgenommen, wehrte sich auch nicht mit der Waffe, was die Stammheimer schwerstens kritisiert haben. Und bei ihm sind umfangreiche Akten gefunden worden. Der war ein ordentlicher Rechtsanwalt und er hat also die ganzen Pläne dieser neu gegründeten, fast neu gegründeten RAF sozusagen in Arbeitsplänen niedergelegt und niedergeschrieben, die natürlich verschlüsselt waren. Und dann gab es beim Bundeskriminalamt einen sehr erfahrenen Beamten, Alfred Klaus, auch genannt der Familienbulle. Das war derjenige, der auch die Familien besucht hat, Familie von Enslin besucht hat, Mutter von Bader besucht hat und so weiter. Der kannte sich da gut aus und der hat federführend diese Unterlagen analysiert. Und es war aus diesen Unterlagen war klar, sie planten etwas, und zwar was Gravierendes. Es gab drei Stichworte. Big raushole ist ja nicht so wahnsinnig schwer zu interpretieren, also die Gefangenen aus dem Gefängnis rauszuholen. Ja. Mhm. Nicht Big raushole, ja. Sondern gab es zwei Begriffe. Einmal HM auschecken, damit konnten die so richtig nichts anfangen Mit am Anfang. Money. Big Money. Und dann Operation Margarine. Margarine. Und da konnte man eigentlich nicht wirklich drauf kommen. Nein. Es war damals, gab so eine spezielle Margarineart, die hieß SB. Siegfried Buback. Ja, und dann von da aus auf Siegfried Buback. Das heißt, Margarine war sozusagen der Schlüssel für Siegfried für Buback. Trotzdem, man wusste natürlich, dass Buback als Generalbundesanwalt zu den gefährdetsten Personen gehörte. Wie Schleyer auch. Ja, und wie Schleyer auch. Arbeitgeberpräsident. Da hat man aber auch schon ein bisschen mehr, bei Schleyer ein bisschen mehr aufgepasst nachher. Bei Buback war eigentlich die Sicherheit irgendwie ziemlich mau. Also es waren Phasen. Mhm. Herr Lanz, es war eine erste Phase, haben wir eben erwähnt, Bader-Meinhof. Dann gab es eine zweite Phase, die jetzt hier geschildert worden ist. Der Höhepunkt war dann 77, der Herbst. Der 77. sogenannte deutsche Herbst, der war eigentlich schon im Frühling Da hat sich Strategie verändert, Big raushole. Man wollte die Gefangenen befreien. Dann gab es eine Phase, die völlig im Dunkeln liegt, dahinter. Die Morde sind nicht aufgeklärt. Rohwedder. Das heißt, man muss davon ausgehen, es war kein kontinuierlicher Prozess, sondern es ging mal hoch, ging mal nieder. Irgendwann hat jemand, ein verantwortlicher Politiker, ganz früh gesagt, wir haben die RAF erledigt. Nicht? Ja. Das ist sehr viel später erst gekommen. Das heißt also, es war ein Prozess, auf den wir uns dann eingestellt haben. Mhm. Wir kannten diese Art von Kriminalität nicht. Es gab also eine Reaktion. Und dann gab es eine Phase, die ich eher als Überreaktion betrachtet habe. Das heißt, es wurde, der Staat selber hat Fehler gemacht und hat die Sympathisanten, also die Leute, die auf dem Sprung waren, zu sagen, die haben doch irgendwo recht, auch noch motiviert. Mhm. Nicht wahr? Die Tötung des Polizisten durch einen Polizisten, die Tötung von Benno Ohnesorg in Berlin und Dutschke. Von Studentenunruhen in Berlin, ne? Ja, aber das waren alles motivierende. Wir haben dann den Staat aufgerüstet, in vielerlei Hinsicht war das notwendig. Aber dann gab es eine letzte Phase, die wesentlich in meiner Amtszeit war, wo wir uns sozusagen
wieder zu einer gewissen Besonnenheit hin entwickelt haben. Wir haben die geprüft, sind die Fahndungsmaßnahmen alle notwendig? Ist es nicht notwendig, zu erspüren, was in der Gesellschaft vor sich geht? Die fallen ja nicht vom Himmel. Als Terrorist werden sie ja nicht geboren. Meine, das sind ganz aktuelle Fragen, ganz aktuelle, mit denen wir jetzt gerade wieder konfrontiert sind. Die Prävention, wie gehen wir mit Leuten um, die abhören oder nicht, weggegangen sind, in Videoüberwachung in die rechtsextreme Szene oder in die dschihadistische Szene. Was können wir machen? Da gibt es wunderbare Organisationen, die sich darum kümmern. Exit zum Beispiel und Mansur und solche Leute. Dass wir also sagen, wir wollen die zurückholen. Wir wollen nicht warten, bis eine Tat passiert, sondern wollen sie verhüten. Und da haben wir dann also versucht, in der letzten Phase also auch wieder beruhigend zu wirken und hinein zu hören in die Gesellschaft und den jungen Leuten zu sagen, ihr könnt die Gesellschaft verändern. Wir sind reformfähig. Ihr müsst nicht Gewalt anwenden. Würde gerne von Ihnen persönlich wissen, Herr Baum, weil ich das vorhin kurz angedeutet habe. Sie waren einer der bedrohtesten Menschen, Politiker, Spitzenpolitiker dieses Landes. Ich meine, der Innenminister, also eine symbolträchtigere Figur kann man eigentlich nicht erwischen. War Ihnen das klar und was bedeutete das für Ihr Alter, für Ihren Alltag, für Ihr Leben? Das habe ich verdrängt. Ich habe heute festgestellt bei der Lektüre Ihres Buches, dass ich besser geschützt war als Schleyer. Ja, also ich hatte mehr Polizisten um mich herum. Also, was bedeutete das im Alltag? Wie haben Sie gelebt in der Zeit? Ja, Ihre Familie? Sie hatten Kinder, ne? Nicht? Ja, also im Grunde, ich habe mir gesagt, wenn du in die Küche gehst, dann wird es heiß. Nicht? Also das Amt bringt das mit sich. Aber ich habe das verdrängt. Ja, also ich habe keinen Schritt mehr nach draußen gemacht ohne Begleitung. Hier sehen Sie das ja, nicht? mit meiner Tochter. Das ist ein Foto, das in Kölner Stadtwald entstanden ist. Ne? Jeder guckt in eine andere Richtung von den vier Leuten. Nicht? Das war ein ganz normaler Spaziergang mit Ihrer Tochter. Gut, aber das sieht auch nicht so viel anders aus, wenn heute ein Politiker unterwegs ist. Ja gut, aber damals aber die Gefährdungslage war natürlich die Gefährdungslage war natürlich. Ich meine, Horst Herold, der Chef des Bundeskriminalamtes, der hat sich ein Haus gekauft auf dem Gelände einer Dienststelle des Bundesgrenzschutzes. Aber übrigens ein sehr schönes Haus. Ich war da. Na ja. Also ich möchte da nicht wohnen. Nein, aber das zeigt, wie bedroht der sich fühlt. Ich glaub, der wurde auch aber es ist eine völlig absurde Lebenssituation. Das können Sie eigentlich nur machen, indem Sie das verdrängen, die Familie. Es war kein normales Familienleben. Nicht? Also die Familie hat auch drunter gelitten. Hatten Sie selber jemals Angst? Direkt nicht, nein. Ich sagte, also es gab diese abstrakte Bedrohung, aber ich habe immer gesagt, diese vielen Leute um dich herum, das Einzige, was sie möglicherweise noch tun können, sie können die Polizei alarmieren, ja, wenn was passiert ist, da einer übrig bleibt. Denn wenn sie gezielt jemanden töten wollen, haben wir ja gesehen, das geht. Ein wahnsinnig spannendes Kapitel, düsteres Kapitel auch deutscher Geschichte, das auch zeigt, wie weit, und das ist wiederum der Bezug in die Gegenwart, wie weit ideologische Verblendung irgendwann mal gehen kann. Und wie weit das führen kann. Wie weit gehen wir in dem Verhältnis Sicherheit gegen Freiheit? Ja? Wie weit nehmen wir Risiken in Kauf? Oder stellen wir Werteprinzipien unserer Gesellschaft zur Disposition, was die Täter ja wollen. Ganz genau. Und Besonnenheit ist eines der Stichwörter, das vorhin gerade gefallen ist. Dieses ganze Thema Deutscher Herbst hat noch viele, viele andere Facetten. Würde mich sehr freuen, wenn wir das gelegentlich mal so genau in dieser Besetzung weiter erörtern könnten und uns irgendwann hier genau zu dem Thema wiedersehen. Ich danke Ihnen beiden ganz, ganz herzlich. Zwei junge Menschen, sehr junge Menschen, also noch bei uns in der Sendung, die gerade aufmerksam wahrscheinlich zugehört haben, weil man dieses Kapitel deutscher Geschichte vor allem aus dem Geschichtsunterricht kennt. Wir wollen ein schönes Kapitel deutscher Geschichte, das möglicherweise vor uns liegt, jetzt besprechen, nämlich mit dieser jungen Frau Lavinia Luyen, die Deutschland am 13. Mai beim ESC vertritt. Ja. Und dort sehr weit kommen wird, weil sie ein großartiges Lied hat und eine großartige Stimme. Und die ich gerne fragen würde, schon aufgeregt. Es geht noch, weil irgendwie habe ich so viele Termine. Wird auch nicht besser durch die Frage, schon aufgeregt, ne? Nein, aber ich habe irgendwie so viele Termine, dass ich fast gar nicht dazu komme, wirklich an diesen Moment schon zu denken. Und somit werde ich da noch nicht ganz aufgeregt. Aber ich glaube, wenn ich die erste Probe dann auf der Bühne in Kiew habe, dann geht's richtig los mit der Aufnahme. Wir hören mal kurz rein, mit welchem Lied Sie dort antreten, wenn wir gleich noch live hier in der Sendung hören. Perfect Life. I
Sehr schön. Ist für mich ein Phänomen. Also wir hören hier, Sie können wunderbar hoch singen. Da gibt es aber auch dieses brüchige, diese leichte, rauchige Stimme. Sie rauchen wirklich nicht, ja? Nein, ich rauche nicht. Sie trinken auch nicht? Nein, also nicht, wie man sich vielleicht vorstellt, ja, wenn man die Stimme hört. Nein. Woher kommt das, diese tiefe Stimme? Ist es angeboren, ja? Ja, es ist angeboren. Also es hat angeblich auch schon meine Mutter gesagt, als ich auf die Welt kam, habe ich nur gebrummt und nicht irgendwie hochgeschrien, wie so die anderen Babys. Ja, also und auch als junges Mädchen hatte ich schon immer ein bisschen eine tiefere Stimme. Ja. Seit wann machen Sie Musik? Also, ich habe eine klassische Gesangsausbildung angefangen, da war ich 9 Jahre alt. Das war dann in Chemnitz, ne? Sie sind sehr früh mit den Eltern von Bonn nach Chemnitz gezogen. Genau, ja, und das stimmt. Und die Musiklehrer dort haben sehr schnell begriffen, da ist jemand, der hat Potenzial, ja? Der könnte mal beim ESC antreten. Genau, also ich war irgendwie im Chor in der Grundschule und da hat eben meine Chorleiterin irgendwie dann meiner Mutter gesagt, also, das hört sich irgendwie ganz, ganz gut an da hinten, wenn ich sie höre. Vielleicht sollte man das doch fördern. Ja, und wir haben wunderschönes Material ausgegraben. Sie waren dann beim Chor der Semperoper, ne? Ich war in einem Musical, das hieß 3 Wünsche frei. Und wir sind in der Semperoper dann auch aufgetreten. Wie alt waren Sie da? Ich glaube 10 oder 11 oder 12. So, nur mal für uns, die wir etwas betagter schon sind. Ja. Sie war 10 oder 11, es war 2002. Wir hören mal kurz rein. Naja, man fragt sich, dass jemand von Bonn nach Chemnitz kommt. Jeder Baum ist ein Stück dieser Erde. Wenn er stirbt, dann stirbt ein Teil von ihr. Jeder Baum ist ein Stück dieser Erde. Super. Ja. Jeder fängt mal klein an. Aber Sie hatten, und das ist etwas, was mich wirklich fasziniert, ist eigentlich auch so ein bisschen dein Thema, Felix. Sie haben sehr klar und sehr früh für sich festgezogen, das ist mein Ding, Musik machen, und zwar ohne Kompromisse. Ja. Also ich glaube natürlich schon, eigentlich war das so ein Moment, dieser Moment auf der, weil das natürlich in der Semperoper, das war das erste Mal so wirklich große Bühne. Davor war so in der Stadthalle Chemnitz, das war natürlich auch schon, aber so die Semperoper ist natürlich was ganz nochmal so Größeres. Also Sie hatten nicht den Moment der Erleuchtung hinter der Dusche oder sowas, sondern es war dann schon so eine Nummer. Also es war schon so, da kann ich mich so im Kindesalter halt dran erinnern, dass ich wirklich gedacht habe, oh, das ist so toll, das würde ich am liebsten so den ganzen Tag machen. Und es war dann klar. Und Sie haben angeblich irgendwo eine Tätowierung, die da heißt Plan A. Ja. Das ist das Ding. Ja. Das kann ich jetzt so, hätte ich jetzt nicht so dekodiert oder entziffert. Ja, das soll ja auch nicht so ganz genau zu erkennen, soll ja auch so ein bisschen mysteriös noch wirken. So, aber das Plan A. Plan A. Wann haben Sie das gemacht und was soll das heißen? Das habe ich nach meinem Geografiestudium mir tätowieren lassen. Und zwar aus dem Grund, es war ungefähr also vor 3 Jahren oder so, habe ich mir das tätowieren lassen. Weil ich eben so oft immer von anderen Leuten gefragt wurde, als ich gesagt habe, dass ich gerne Musik und Musikerin und Sängerin werden will und Songschreiberin, habe ich immer ganz oft die Frage gestellt bekommen, ja, aber was machst du denn, wenn es dann nicht funktioniert? Also du musst doch einen Plan A haben, Plan B haben, weil das mit der Musik ist ja so, naja, also es hat mir eigentlich so, man hat dann immer so das Gefühl gehabt, das wurde eh nicht so richtig ernst genommen, wenn man das gesagt hat. Und ich habe dann eben auch einen Plan B gemacht. Also ich habe, wie gesagt, ein Studium dann in Geografie noch gemacht und das war auch super interessant und hat Spaß gemacht. Also es war wirklich eine tolle Zeit, ich möchte das nicht. Aber es ist mir einfach wirklich auch bewusst geworden, dass es nicht das ist, was ich machen will und dass ich mich auf Musik konzentrieren will. Und mit diesem Studium konnte ich mich natürlich nicht so viel auf Musik konzentrieren, wie ich wollte. Aber das ist, ich finde das bemerkenswert, weil es A bedeutet, dass es etwas gibt. Und das ist, finde ich, etwas vom Schönsten, was man so als Mensch erleben kann. Wenn es etwas gibt, was dich wirklich mit jeder Faser deiner Seele einfach packt, das ist bei Ihnen offenbar die Musik. Ja. Und das machen Sie auch ohne sozusagen Rücksicht auf Verluste und ohne Rücksicht auf so Spießer jetzt wie mich, die dann so diese dumme Plan-B-Frage stellen oder so. Sie ziehen das durch. Sie studieren in London Musik von der Pike auf, ne? Wirklich von der Pike auf, ne?
Sie studieren in London wirklich von der Pike auf Musik. Also auch wie dieses ganze Verlagsgeschäft funktioniert, wie dieses ganze Business funktioniert. Ja. Das kann man studieren in London. Ja. Genau, also der gesamte Titel heißt irgendwie Artist Development and Music Industry Management. Also da geht es dann wirklich um das Musikbusiness und was eben so hinter den Kulissen auch noch passiert, was mich eben interessiert hat. Aber ist der Plan B eingepreist? Da ist der Plan B schon mit drin, sagt Stefan Aust. Ja, aber es ist auch eigentlich so aus dem Grund entstanden, dass ich gesagt habe, ich möchte trotzdem die Künstlerin sein, aber ich möchte halt auch nicht in so eine Industrie reinkommen und überhaupt nicht wissen, was da eigentlich so... Ja, das ist eine schöne Formulierung für, ich möchte mich nicht verarschen lassen hinterher. Das ist es doch eigentlich, worum es geht, oder? Ist ein bisschen auch die Geschichte von Felix, die wir gleich hören werden. Und haben auch in London schon bei, in England bei X Factor mitgemacht, ne? Musik? Also das ist, glaube ich, so ein bisschen, das stimmt nicht so wirklich, weil da gibt es ja so viele Vorauswahlen, wo die noch überhaupt nicht im Fernsehen gezeigt werden. Aber Sie waren da dabei? Ich war bei einer Vorauswahl mal mit dabei, aber das hat auch gar nicht, ist nie weiter. Und was halten Sie denn grundsätzlich von Castingformaten als Product Music Senior Wahnsinnsmanagerin, die weiß, wie es läuft? Ja, also ich finde das grundsätzlich, also ich habe mich grundsätzlich eigentlich nie so wirklich in einer Castingshow einfach gesehen, weil ich oftmals finde, dass sehr viel so es um die persönliche Story und um das Privatleben geht, nicht immer so vordergründig eigentlich um die Musik, was ich teilweise sehr schade finde. Ja, also wenn du eine Drogenvergangenheit hast, hilft, ne? Genau. So. Ja, das kann manchmal sein. Aber ich finde, grundsätzlich ist es natürlich eine tolle Möglichkeit, einfach an die Öffentlichkeit zu kommen. Und zum Beispiel bei mir auch, ich habe zwar schon immer das gemacht, was ich jetzt mache, es wusste nur niemand davon. So, und es hat halt niemand gehört oder jetzt gesehen. Jetzt kommt's raus. Und dann habe ich einmal wirklich diese grandiose Möglichkeit gehabt, da im Fernsehen aufzutreten. Und das ist natürlich dann... Wer hat Sie denn für Kiew vorgeschlagen? Wie bitte? Wer hat sie jetzt vorgeschlagen für den Song Contest? Also ich habe mich bei der Vorauswahl angemeldet. Das heißt, es gab die Show Unser Song. Ja. Und ich habe mich beworben und da wurden 5 Kandidaten fürs Fernsehen ausgewählt. Und da konnte dann das Publikum wählen, voten. Das haben die im Grunde, ist das bei den Kollegen der ARD passiert, das haben die gut gemacht. Ja. Da muss man ehrlich sagen, die richtig gut. Ja. Eine Spießerfrage muss ich noch stellen. Wenn Sie in London leben, das ist eine wahnsinnig teure Stadt, wie finanzieren Sie Ihr Studium? Wovon leben Sie? Wie funktioniert das? Können Sie von Ihrer Musik heute schon leben? Ja, also es ist natürlich schwierig. London, ich habe auch so eine Hassliebe mit London. Ich finde die Stadt so toll, aber es ist wirklich teuer, das stimmt. Ich habe immer nebenbei gearbeitet. Also ich habe 2 Jahre lang dann noch als Barista im Café schön Kaffee und gemacht und natürlich immer nebenbei noch gearbeitet und jetzt aber dann in den letzten 2 Jahren mich auch wirklich dann versucht, nur auf Musik zu konzentrieren und da habe ich dann viele kleine Konzerte gespielt mit einem Gitarristen in Bars also und Pubs und habe auch ein bisschen als Gesangslehrerin so private Stunden noch gegeben. Und Respekt. Auch, Was ist denn, zum Schluss gefragt, Ihre Hoffnung für Kiew? Top 3, Top 5, Top 10? Also eigentlich sage ich bis jetzt immer, also Top 10 fände ich super. Aber natürlich, je weiter vorne in der Top 10 ist... Nehmen Sie auch. Herrlich. Levina Luyen, wir werden gleich noch zusammen ein bisschen Musik machen. Freue mich wahnsinnig drauf mit dem tollen Gitarristen, mit Julian, der wird auch dabei sein. Eine ganz andere Version von Perfect Life nochmal. Da bin ich sehr gespannt drauf. Und wir freuen uns jetzt, dass Felix Stark bei uns ist, von dem man kurz erklären muss, Felix, wer du bist. Felix Stark gibt 2013 seinen todsicheren Job bei Daimler auf. Genau. Ja, verkauft alles, was er hat und beschließt, mit einem Fahrrad eine Weltreise zu machen. Fährt 17.918 Kilometer in 365 Tagen durch 22 Länder mit, und jetzt Achtung, festhalten, 400 Euro Budget. Ja, seine Kamera hat er dabei die ganze Zeit und es entsteht ein wunderbarer Dokumentarfilm, der am Ende 250.000 Zuschauer findet. Gigantischer Erfolg. Kinobesucher. Kinobesucher, ja. Zuschauer im Kino findet. Und der
und der nicht weniger als 300.000 Mal und davon 150.000 Mal, habe ich gelesen, allein in Nordamerika verkauft wird. Das heißt, danach muss man sich die Frage, wovon man die Miete bezahlt, nicht mehr stellen, oder? Nee. Nee, also da kann man ja ganz offen drüber sprechen. Nee, ja, also, ja finde ich, ja. Dass ich jetzt einen Autobus gekauft. Also man muss da noch mal intervenieren. 400 Euro war auf dem Konto, als ich auf die Idee kam, aufzubrechen. Okay. Durch den Verkauf, durch ein Kfz-Fahrzeug und ein T-Shirt und ein Pullover kommt man dann auf 10.000 Euro und damit kommt man dann schon relativ weit. Ja. Ich bin aber relativ bekannt dafür, nicht von 3 Euro am Tag zu leben. Ja. Ich bin ein sehr luxuriöser Reisender. Also wenn es eine Alternative auf ein 5-Sterne-Hotel gibt, dann würde ich lieber dahin gehen, als im Zelt zu schlafen. Da gibt es ja harte Hunde, die würden die Brücke immer präferieren. Aber da bin ich ein Weichei. Ja, aber genau diese Art, so offen auch über diese Art von Reise zu sprechen, genau das macht das sehr sympathisch. Wir schauen mal kurz rein in diesen ersten Dokumentarfilm, Parallel the World, der so ein riesiger Erfolg war. Und danach reden wir über die zweite Reise. Gibt man seinen Job, ich meine, es gibt Schlechteres als ein Job mit Perspektive bei Daimler zu haben. Ja, absolut. Ja? Also da war ja der Weg auch schon geebnet. Also ja. Das hätte ja... Das wäre ja gut weitergegangen. Sehr, sehr, sehr. Aber man muss sich halt fragen, will man das System durchlaufen? Will man nur eine Nummer sein in so einem großen Konzern? Ich will jetzt gar nicht über AG lästern, aber man ist doch nicht so viel wert, wie man das vielleicht denkt. Und man ist nicht sein eigener Herr. Und gibt es einen Auslöser, irgendeinen Trigger für die Tatsache, dass man dann irgendwann sagt, so und jetzt mache ich ernst, jetzt räume ich hier meinen Schreibtisch, das war's jetzt, ich steige aus, ich bin dann weg? Also der Traum war schon immer da. Ne? Mhm. Also Schule war für mich immer auch ganz anstrengend. Hab ich gedacht, boah, als 17-Jähriger bin ich dann ein Jahr nach Amerika, habe die amerikanische Highschool absolviert, habe gedacht, vielleicht ist die amerikanische Schule ein bisschen besser, aber das hat mir auch nicht gefallen. Das heißt, so dieses ganze System, das hat mich schon ganz früh genervt. Ich habe da irgendwie nie wirklich reingepasst. Ne? Das heißt, so ein Traum von dem Ausbrechen, das haben ja jetzt vor allem unsere Generation, die Generation Y, wie sie immer im Feuilleton beschrieben wird. Hatten wir auch alle. Also irgendwie, ja. Aber wir können ja alles und machen, studieren alles und können nichts und können alles. Das ist ein schwieriger Moment. Das heißt, der Traum einfach zu sagen, ne, zieh mal los. Florian Schröder sagt immer, für alles offen und nicht ganz dicht. Genau. Das ist so eure Generation. Super. Ja. Und dann gibt es ganz viele Faktoren, wo du dann irgendwann sagst, nee, dieses Hamsterrad, lass uns da mal kurz links rausspringen. Und dann muss man es einfach machen. Und dann sieht man Dinge, sieht andere Leute, die sowas machen und sagt, das mache ich auch. Ja, du hast ja anfangs erwähnt, also ich habe die Reportage gesehen, da war ich dann 20, glaube ich, oder 21 muss es gewesen sein, im ZDF. Da bist du in die Mongolei gereist und hast Nomaden befragt. Das stimmt. Ich glaube sogar auch übers Glück. Ne? Mein neuer Film geht ja auch ums Glück. Und da habe ich gesagt, wenn der Markus das kann, da ein bisschen rumreisen, so, dann kann man damit bestimmt auch Geld verdienen. Ich mache das nicht wirklich, ehrlich gesagt. Ich mache das einfach mal. Genau. Sowas macht man tatsächlich nicht mehr Geld. Nee, Spaß beiseite. Genau, also, ja. Aber das war so ein Moment, ja? Absolut. Also, das heißt, ich bin da eigentlich ein bisschen mit dafür verantwortlich, dass du heute hier sitzt. Genau, also meine Eltern mögen dich wahrscheinlich nicht. Die sagen, der Daimler ist doch super, ne? So im Süden bei uns, da ist die Daimler eine Instanz. Also. Ich find, heute haben deine Eltern allen Grund, stolz auf dich zu sein. Absolut. So, und als das Ding dann gelaufen war und ihr zurückgekommen seid, wann war klar, jetzt geht's wieder los? Das Fernweh packt mich wieder. Ihr stimmt denn nicht, ich war alleine. Du warst also, ganz alleine, die ganze Zeit alleine. Ich hatte mal Begleitung, ne, von meiner Freundin, die jetzt auch im neuen Film zu sehen ist, aber ich war 11 Monate alleine und von 12. Also. Und selbst gedreht. Genau, also dafür, so, da geht der Punkt los. Genau, also die Aufmerksamkeit in aller Welt. Ich glaube, die DVD ging ja in 106 Länder. Also noch nie ging ein deutscher Film in so viele Länder. Lola Rent war ein Export. Ja, ja, aber, genau. Und ich glaube,
die Aufmerksamkeit, vor allem durch diese digitale Welt, die es heute gibt, ne? Also die Bilder sprechen, du brauchst keine Sprache. Der wurde zwar untertitelt auf Englisch, auf Spanisch, aber das war das Verrückte, dass die Presse hat gesagt, wie, du hast es alleine gedreht. Normalerweise ein Film, 100, 200 Leute. Sag ich, nee, ich habe die Kamera halt aufgestellt, bin wieder einen Kilometer zurück an der Kamera vorbei und habe dann die Kamera halt wieder auf den Sattel gepackt. Und das fand die große. Ja, es kann halt sich das beim öffentlichen hat ja auch der öffentlichen Welt oder, ne, die haben gemerkt, der Junge von nebenan kann das eigentlich. Das kann jeder, was ich gemacht habe. Und deshalb hat das so Wellen geschlagen in der ganzen Welt. Wo kann man den Film denn sehen? Also der erste war ganz groß im Kino, die erfolgreichste Doku. Kann man das auf DVD auch sehen und so weiter. Ja. Das ist ein sehr schöner Film, ein sehr schöner Film. Also, wobei man muss auch ganz ehrlich sein, künstlerisch ist der Film Schrott. Also der Nein, das finde ich nicht. Doch, also die Story ist super, aber so. Der Buckel, das Bild, da rauscht das der ist Ton, egal. Da ist mein Pfälzisch aus dem Off, ist sehr kritisch zu bewerten. Und dass so ein Film mehr macht als der zweiterfolgreichste Film von Wim Wenders, oder er hat nur einen, der erfolgreicher ist als meiner, das ist Peter Baut. Der arme Kerl. Das ist maximal irritierend, dass man sowas schaffen kann, finde ich. Aber das zeigt, das trifft halt den Nerv im Moment. Aber das war nicht erst die Idee, loszufahren und dann richtig einen Film zu machen. Also das darf man jetzt nicht falsch verstehen. Nehme ich meine Kamera mit und dann hat sich das also so ergeben, oder wie? Das wäre eine lustige Geschichte, das würde aber den Rahmen sprengen. Also der Film war nie geplant. Ich kam nach 365 Tagen nach Hause, habe mir das Material angeguckt, um das mal ganz schnell Revue passieren zu lassen, habe einen Trailer daraus geschnitten, den wir eben gesehen haben, so ein kleines Flashback-Video. Ja. Und habe gedacht, als Daimler-Schüler, lass uns damit vielleicht Geld verdienen. Vielleicht verkaufen wir 500 DVDs und ich kann mir so die Reise refinanzieren und muss nicht gleich zurück an den Schreibtisch. Und durch den Trailer, durch die digitale Welt, ging der dann in aller Welt. Ich habe einen Shop aufgebaut, selbst auf meiner Homepage, und dachte, ich mache 300 DVDs. Und dann wurde der über Nacht 80.000 Mal, 80.000 DVDs, die muss ich ja selber verschiffen, 80.000 DVDs in 12 Stunden verkauft. Und jetzt schon ein Angebot von der Werbeabteilung von Daimler. Aber wie kriegt man das denn technisch hin? Ich meine, hast du plötzlich 80.000 Bestellungen und die Leute warten. Ja, kannst ja nicht alles zusammengebrochen. Also, und das völlig, es wird immer krasser hier, ne? Ja. Es gab ja zu dem Zeitpunkt, das ist rechtlich gesehen ganz schwierig, es gab ja zu dem Zeitpunkt noch gar keinen Film. Weil ich hatte ja nur den Trailer und dachte, ach, wenn sich die 500 Leute den Film bestellen, den schneide ich dann mal schnell. So. Die 80 Minuten, ich habe das riesig angekündigt, 85 Minuten lang auf Deutsch und Englisch, die beste Doku des Jahres und so. Ja. Wobei du sonst doch so ein bescheidener Typ bist. Ja, man merkt es. Ne? Man merkt's. Hat in der Automobilindustrie gelernt, das merkt man schon. Also das lernt man in Stuttgart sehr schnell. Und dann auf einmal schlägt es so ein, ne? das konnte man nicht wissen. Großartige Geschichte. So, Felix, jetzt neue Reise. Neuer Film. Genau. Bist mit deiner Freundin, Lebensgefährtin, die übrigens auch Musik macht, tolle Sängerin auch ist. Gemeinsam losgezogen. Und ihr habt die Idee entwickelt, wir kaufen uns einen alten amerikanischen Schulbus. Jetzt waren ja deutlich mehr als 400 Euro Budget plötzlich da. Und ihr seid los. Wo kriegt man einen alten amerikanischen Schulbus, von dem man weiß, okay, der kann das auch? Und wie baut man den da um? Ja, also das Weitere kriegt man nicht. Man weiß, wo man einen herkriegt im Internet. Wenn man in Deutschland ist und den in Amerika kauft, weiß man gar nichts. Also wir sind da völlig naiv reingegangen. Da hilft einem auch die Vergangenheit bei Daimler nichts. Also du weißt nicht, ob das eine Rostlaube ist, es ist eine Daimler-Gruppe. Ne? Also der Bus gehört der Daimler-Gruppe, Thomas. Ach okay. Und die fanden das. Die sind natürlich dann eine Woche später telefonisch. Ja, wir haben gehört, ne? Daimler. Und sage ich ja. Wenn ich für euch auch nur annähernd Werbung mache, ich zerreiß euer Produkt, weil es ist überall Rost. Also es war eine Rostlaube par excellence, aber wir haben es irgendwie dann doch hinbekommen. Und es gibt wahnsinnig schöne Bilder. Wir schauen mal rein, wie ihr diesen Bus umgebaut habt, sozusagen reisefähig gemacht habt. Ja. So, wir schauen mal rein. Darf ich vorstellen, unser Bus, Sally da hinten. Es geht auch schon los heute. Also wir sind gestern angekommen, heute geht's los. Ein Riesenteil, 40 Feet, also 40 Fuß. Ich weiß nicht, wie ich das Ding irgendwelche Pässe und Berge hochbekommen soll. Aber wird schon schief gehen. Hattet ihr eine Ahnung, wie man einen Bus umbaut? Null. Also handwerkliches Geschick, wenn ich eine Schraube gerade reindrehen kann, ist super. Das glaube ich nicht. Wirklich. Also Sally, meine Freundin, nicht nur Musikerin, aber auch deutlich begabter handwerklich.
Ich habe mich um Deko und so gekümmert. Das konnte ich. Aber es ist auch sehr männlich, sich um Deko zu kümmern. Ich habe ja auch geflext, also ich habe die Männlichkeit gerettet auf jeden Fall. Wir wussten relativ wenig, was wir da so tun, wie wir das angehen. Man hilft sich da natürlich über YouTube-Tutorials, ne? Also wie reißt man Sitze raus, flext man raus. Also das war alles sehr selfmade. Kann man sich doch böse verletzen mit so einer Flex, wenn man sowas noch nie in der Hand hatte? Ja, ich habe mir einen Finger geflext, aber es ging gut. So, das kann man alles. Das kann man alles bei YouTube lernen, wie sowas funktioniert, ja. Und dann fahrt ihr los. Und das erste große Ziel, du sagst, das ist so ein Lebenstraum, Alaska, was ich sehr gut nachvollziehen kann. Absolut. Und du hast uns da ein paar Bilder mitgebracht aus Alaska. Lass uns einmal kurz besprechen, was diese Faszination, dieses Alaska ausmacht. Alaska war ein Kindheitstraum tatsächlich, der da in Erfüllung ging? Ja, es ist halt noch so das letzte unberührte für die Menschheit zu erreichen. Also klar, es gibt Sibirien und die Mongolei, wo du auch warst. Aber Alaska ist halt völlig touristenfreundlich und trotzdem ab von der, vom Schuss. Ne? Und rein logistisch war die Route absolut hirnrissig. Also wir sind ja an der Ostküste losgefahren und sind dann bis nach Alaska, ich glaube knapp 16.000 Kilometer oder 14.000 über Umwege, nur Richtung Nordwesten gefahren, um nach Alaska zu kommen. Von dort kommst du ja auch nicht mehr weg. Also, aber die Bilder sind natürlich Hammer. Das hat sich gelohnt. Und Alaska, vor allem mit dem Berner Sennenhund, mit Rudi, war das natürlich, der hat die Kälte nach der Hitze im Mittleren Westen geliebt. Schau mal, dann sowas hier. Plötzlich auf freier Wildbahn ein Grizzly, ja? Genau, also das war einer der magischsten Momente auch im Film, den einfach so nah vor der Linse zu haben. Der hatte, unglücklicherweise hatte der einen GPS-Tracker, also er war in freier Wildbahn, aber die Forscher wollen den ein bisschen beobachten, wie es dem so geht, ne? Genau. Wird bei Eisbären auch oft so gemacht. Ja, ne? Die sind eigentlich alle getrackt. Der fährt irre schnell, der Bus. Der fährt irre schnell, sagt der ehemalige Innenminister. Ich bin der ehemalige Daimler-Mitarbeiter. Also. Ja. Wahnsinnig. Schau, wie schön. Ich meine, das ganze Ding, Felix, heißt Expedition Happiness. Und ich habe das auch eingangs gesagt, ihr wart auf der Suche nach sowas wie einer Glücksformel. Findet man dann in so einem Moment tatsächlich Glück? Ja, individuell. Ne? Also es gibt keine Formel für die breite Masse, aber jeder für sich kann da schon eine Formel finden. Also für uns war es jetzt, wir sind losgezogen, um anzukommen. Es war jetzt die zweite große Reise, zweimal ein Jahr weg. Ja. Wenn man das Auslandsjahr mit Amerika noch dazu zählt, 3 Jahre quasi nicht in Deutschland verbracht. Jetzt will man mal ankommen. Also wir wohnen jetzt in Hamburg, hier haben ein Haus mit Garten und das ist alles schon, also man fühlt sich sehr alt. Aber wenn ich groß bin, werde ich auch Spießer, ne? Absolut. Ja. Genau. Ja, schön. Und alles selbst erarbeitet, ne? Ja, man lernt halt auf Reisen ganz viel. Ne? Also wir waren ja in Mexiko auf der ersten Reise, Laos, ne? Kambodscha, sehr, sehr arme Länder, Mexiko auch. Mhm. Die Menschen, die sehr, sehr wenig haben, sind oft, wie du selber wahrscheinlich weißt, durch die Mongolei am glücklichsten. Ja, oder die Menschen haben nichts und lächeln dir noch zu. Die haben gerade durch den Monsun alles verloren und laden dich zu einer Portion Reis ein. Und du denkst dir so, wie kann man nur so nett und so glücklich und so zufrieden sein? Das heißt, ich glaube, was wir in Deutschland betreiben, jetzt auch aktuell, das ist Jammern auf sehr, sehr hohem Niveau, glaube ich. Also wir gucken über den Zaun, was der Nachbar noch so alles hat. Der hat einen größeren Pool und einen schnelleren Mercedes und noch die Frau ist auch noch schöner. Also einfach mal zufrieden sein mit dem, was man hat, wäre, glaube ich, ganz wichtig. Ja, ich meine, ja. Jeder ist immer so auf seinem... Ich verurteile das nie, weil ich immer finde, ja, jeder ist auf seinem Niveau glücklich oder unglücklich. Gibt es neue Pläne, neue Dinge? Ich meine, deine Freundin macht als Musikerin gerade Karriere. Was steht bei dir an? Ja, der Kinofilm kommt ja am 4. Mai wieder in die Kinos. Mhm. Das müssen wir mal abwarten, wie das so läuft. Wenn es gut läuft, findet sich sicher wieder ein Folgeprojekt. Wenn es schlecht läuft, muss ich wieder was Seriöses arbeiten, Leute. nee, Quatsch. Also man hat schon gut zu tun, es erfüllt einen aber auch mit Glück zu machen, ne? Wir haben es ja eben drüber gehabt, absolut. Plan A, ne? Absolut. Und jetzt mal gucken, wenn der Kinofilm wieder so gut läuft wie der erste und dann gehen wir wieder in die Mongolei oder irgendwas. Sowas machen wir, essen wir zusammen gekochte Schafsaugen oder sowas, das ist sehr lecker. Wunderbar, Felix, danke dir sehr herzlich. Felix Stark war heute unser Gast, bedanke mich genauso herzlich bei den anderen Gästen dieser Sendung, bedanke mich ganz herzlich bei Stefan Aust und bei Gerhard Baum, vielen, vielen Dank, das war eine sehr interessante Ausführung, Stück deutscher Zeitgeschichte. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Wolfgang Seliger, der heute darüber gesprochen hat, was fast auf dem Tag genau vor 40 Jahren in seinem Leben passiert ist. Und ich freue mich jetzt sehr, mit Levina gemeinsam Musik zu machen. Ja. Bitteschön.
Julian ist auch schon am Start. Ja. Wir machen eine Haarmoll, ja. Gut. Die Kollegin von Heute Plus. Und wir sehen uns am Dienstag wieder, wenn Sie mögen. Bis dahin. Dankeschön. Vielen Dank.